dem Video heute geht es mal darum, wie ich durch Verwendung von Tastenkombinationen die Arbeit am Rechner im CAD-System beschleunigen kann. Das ist also hier wieder die halbwegs aktuelle Version. Und ich habe mich jetzt mal 2 Tage lang mit dem Selection Gate beschäftigt. Das ist also eine Möglichkeit, die Auswahl von Objekten zu filtern. Fangen wir mal an. Wir erzeugen erstmal 2 Objekte, eine Box und dann so einen Ball. Und jetzt ist es ja so, dass ich jetzt hier Teile auswählen kann. Ich kann also den gesamten Körper auswählen oder ich kann eine Fläche auswählen. Das kriege ich hier in der Selektion angezeigt. Und ich kann also auch gemischt Kanten und Ecken auswählen. Und wer da öfter mal damit zu tun hat, der wird merken, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, bei dem Wirrwarr von Objekten genau die Ecke und sowas rauszubekommen. Und da wäre eigentlich wäre es schön, einen Filter setzen zu können, dass ich nur Ecken auswählen kann. Und das haben wir jetzt mal hier. Es gibt also jetzt 3 Funktionen. Setze einen Filter auf nur Ecken. Und wenn ich den jetzt aktiviere, dann ist es so, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehe, dann merke ich, da kann ich alles nichts auswählen, aber sobald ich über eine Ecke komme, kann ich die auswählen. Und dann auch eine zweite. Wenn ich jetzt zusätzlich dazu eine Kante auswählen will, könnte ich jetzt umschalten auf Kantenauswahl. Und in dem Fall gehen jetzt nur die Kanten. Ich wähle die mal dazu und wähle die dazu. Alles andere ist nicht auswählbar. Und ich kann dann auch Flächen noch auswählen. Dann nehmen wir die nochmal dazu und die. Wenn ich dann wieder frei auswählen möchte, gehe ich dann einfach auf Reset. Und in dem Moment geht wieder alles. Flächen, Kanten und Punkte. Das wäre also das erste Feature. Und jetzt ist die ganze Geschichte, wie kann ich das jetzt auch noch über Tasten auswählen? Da ist es so, dass ich diese Funktion jetzt einfach mal auf den numerischen Block oben auf die Tasten 7, 8 und 9 gelegt habe. Ich benutze normalerweise immer die Blender-Navigation. Da sind ja unten die Zahlen 0 bis 6 für die verschiedenen Ansichten belegt. Und da bietet sich's an, oben drüben die 7, die 8 und die 9 dafür festzulegen. Wie würde das also aussehen, wenn ich jetzt nur Ecken auswählen möchte? Drücke ich die Taste 7 und jetzt ist auf Vertex Selection Mode umgesetzt und jetzt habe ich hier den Effekt, ich kann hier diese Ecken auswählen. Wenn ich auf die Taste 8 drücke, habe ich den Kantenauswahlmodus. Und wenn ich auf die 9 drücke, sind nur Flächen dran. Ganz oben drüber liegt das Gedeiht-Durchzeichen und das Gedeiht-Durchzeichen, das macht einfach wieder die freie Auswahl möglich. Das wäre jetzt der erste Teil. Der zweite Teil, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich ja eine ganze Menge Funktionen zum Beispiel im Work-Feature-Makro habe. Wer damit arbeitet, wird mit dem allen vertraut sein. Es gibt da also zig Funktionen, wo ich da irgendwas einstellen kann. Und jetzt ist die ganze Geschichte, wie komme ich da rein? Ich muss dann hier immer durch die Reiter durchgehen, das ist mittlerweile ziemlich viel und muss mir die Funktion suchen. Und da wäre es jetzt auch schön, einen anderen Zugang zu haben. Zum Beispiel, dass wir jetzt sagen, ich möchte einfach mal das Koordinatensystem haben. Und das geht jetzt auch so, dass ich sage, ich habe eine Funktion und das ist für mich einfach mal jetzt Shift-Stern. Ich habe das probeweise mal so festgelegt. Shift und Stern. Und schon ist das Koordinatensystem da. So, dann machen wir mal weiter. Jetzt nehmen wir einfach mal dieses Objekt her. Das kann ich also jetzt mal verschieben. Und könnte jetzt von diesem Objekt, wenn ich das ausgewählt habe, mir nicht die Achsen, sondern die Hilfsebenen anzeigen lassen. Und das suche ich einfach mal vom Objekt, drücke ich mal J für Objekt und
Plus, weil das so aussieht wie Koordinatensystem. Und da habe ich hier das Koordinatensystem außen rum. So, was geht dann genauso gut? Hier ist also meine Konfigurationsdatei. Was dann auch mal geht, wären die Umhüllungen. Die Bounding Box für ein Einzelobjekt und die Bounding Box für mehrere Objekte. Da liegt jetzt die Tastenkombination JB oder JJB dabei. Also machen wir es als erstes mal so, dass wir die Bounding Box für das eine Objekt machen. Ja, das sollte jetzt mal verschwinden. Machen wir es so, dass wir erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Also ich nehme die Work Features hier wieder weg. Und ich sage, ich möchte gern jetzt für dieses Objekt die Hülle haben und da wäre die Tastenkombination JB. Dann ist die da. Und die nächste wäre, ich wähle beide Objekte aus, dieses Objekt und dieses und sage jetzt JJB und dann habe ich die Umhüllung für beide dazu. So, das gleiche geht natürlich auch, das hatte ich gestern schon gezeigt, für ganz normale Transportbefehle. Also wenn ich den Körper hier auswähle, habe ich hier das Rotate und ich kann natürlich genauso gut ein R drücken und kann den dann drehen. Oder ich könnte hergehen, könnte den auswählen und würde jetzt für das Move ein G wählen. Kann den verschieben. Die Idee ist nun, für diese ganzen Befehle im WorkFeature-Makro entsprechende Kürzel zu finden, die man sich leicht merken kann, vorausgesetzt natürlich, man arbeitet ständig mit dem CAD-System. Jemand, der das CAD-System nur einmal die Woche benutzt, der wird sich all diese Abkürzungen nicht merken können. Und dann spart man sich hier eine ganze Menge Mausklicks. Ich habe, wie gesagt, hier mal angefangen und dann kann man sich darüber unterhalten, wie das weitergeht. Für die Auswahl ist es auch so, meistens ist es ja so, wenn man mehrfach Auswahl hat, dass man die Kontrolltaste gedrückt lässt. Das heißt, hier wäre einfach die Auswahl, der Auswahlfilter für Knoten oder für Ecken die 7 und Steuerung 7 ist genauso gut. Das heißt, man muss da in dem Fall nicht mal von der Taste runter, man kann einfach bei der Mehrfachauswahl mit dem Daumen auf der Steuerung-Taste bleiben und der Finger geht dann einfach auf die 7, die 8 oder die 9 und da kann man entsprechend die Unterobjekte auswählen.